Meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst freue ich mich, dass nicht alle verschwunden sind. Sie sind ja wahrscheinlich wegen Herrn Gassis gekommen und nicht wegen mir. Und ich gebe mir Mühe, nicht allzu sehr abzufallen. Aber danke, dass Sie geblieben sind. Ich weiß erst seit gestern, dass eine gewisse Gefahr bestand, dass Herr Gassis vielleicht nicht kommen könnte. Wir haben bis jetzt gehofft. Und ich habe dann vereinbart mit ihm, dass ich vorsorglich mir ein bisschen was vorbereite. Das wird nicht so perfekt sein, wie ich es immer gerne hätte, denn ich musste auf den Montagskrimi ZDF verzichten, um diese Geschichte rasch anzuschauen. Und ich weiß, dass ich als politisches Fossil wahrscheinlich kein vollwertiger Ersatz bin. Ich habe aber auch ein bisschen Material noch gefunden. Ich hatte das Theater in der Schweiz derart satt, dass ich den Punkt auf der Erde gesucht habe, der am weitesten von der Schweiz weg ist, kam auf Neuseeland und habe dort eine Kreuzfahrt gemacht und dieses Gebiet umrundet und diese Distanz genutzt, um auf den ruhigen Seetagen für mich selber, um meinen eigenen Gedanken ein bisschen in Ordnung zu bringen, ein paar Notizen zu machen. Das war die Grundlage dessen, was ich Ihnen heute vielleicht erzählen will. Meine Damen und Herren, ich möchte zuerst auf die gesamte Weltlage geben. Wir sind ja keine Insel mehr, sondern alles, was irgendwo passiert, beeinflusst auch uns. Und nachher ein paar Probleme der Schweiz ansprechen. Weltordnungen zwischen dominierenden Mächten sind immer dem Wandel unterworfen gewesen. Und wir erleben zurzeit den rasanten Zerfall einer unipolaren Ordnung, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Hoffnung erweckt hatte, Demokratie, Rechtsstaat und Marktwirtschaft würden universelle Werte mit den universellen Werten, mit ihren universellen Werten der Welt Frieden und Wohlstand bringen. Und Francis Fukuyama, Sie kennen das, hat dafür die Metapher vom Ende der Geschichte geprägt. Meine ersten Erfahrungen als Unternehmer, Soldat und Politiker sammelte ich in einer Zeit, die durch eine recht stabile bipolare Ordnung, den sogenannten Kalten Krieg, geprägt war. Gewiss, diese Stabilität war nie in Stein gemeißelt. Stellvertreterkriege in Asien und Afrika hatten durchaus auch ein gewisses Eskalationspotenzial, aber jede Seite vermochte ihren Einflussbereich einigermaßen zu disziplinieren. Gewisse Regeln dämpften auch, informelle Regeln dämpften die Eskalationsgefahr und das nukleare Patt machte jeden Angriff auch zum Selbstmordrisiko. Und die Bipolarität disziplinierte auch die Geschlossenheit des Westens und eigentlich ließ sich auf der richtigen Seite des Eisernen Vorhanges recht gut leben. Der Zusammenbruch dann der Sowjetunion kam überraschend. Es waren nicht die Friedensbewegung oder die anbietende Ostpolitik deutscher Friedensapostel, die ihn auslöste, sondern die Einsicht Gorbatschows, den Rüstungswettlauf gegen Reagan wirtschaftlich nicht durchstehen zu können. Und ein wichtiges Zeichen damals war sicherlich auch der sogenannte NATO-Doppelbeschluss, der von Helmut Schmidt sehr stark verteidigt worden war. Zugleich war wohl die innere Stabilität der Sowjetunion fragiler, als man das angenommen hatte. Und der Zusammenbruch des Warschauer Paktes und der Fall der Berliner Mauer wurden nicht ganz zu Unrecht, glaube ich, als Sieg von Marktwirtschaft und Demokratie über Planwirtschaft und Sozialismus gefeiert. Jede Ordnung braucht nun aber jemanden, der ihre Regeln durch Sanktionskompetenz und Sanktionskraft durchsetzt. Und das wäre eigentlich die Aufgabe der UNO gewesen, deren Charta Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte als Ziele stipuliert. Aber die Durchsetzungskraft der UNO blieb schwach und die Amerikaner, die durch Selbstermächtigung einen Teil dieser Aufgabe übernommen hatten, ernteten dafür nichts als Kritik und sahen sich zunehmend überfordert. Und innenpolitisch stieg in den USA deshalb der Druck, sich auf diese Verantwortung für das Schicksal der Welt zurückzuziehen. Und so gesehen ist Trump nicht unbedingt Ursache dieser Bewegung, aber sicher politischer, populistischer Verstärker dieser Entwicklung. Und der Wegfall der disziplinierenden Klammer des Kalten Krieges hat die Einheit des Westens nachher geschwächt. Und der Angriff Russlands auf die Ukraine schließlich hat die unipolare Ordnung, hat ihr den Todesstoß versetzt. Und eine mächtige autokratische Achse mit Russland, China, Iran und Nordkorea hat sich gebildet, die sich den westlichen Werten von Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechten ganz entschlossen entgegenstellt.
Auf der Gegenseite stehen die USA, die EU, Japan und Südkorea, um die wichtigsten zu erwähnen, als zwar wenig homogene, aber funktionsfähige Demokratien, die deren Grundwerte dezidiert vertreten. Und dazwischen besteht ein buntes Feld von mehr oder weniger perfekten Demokratien, mehr oder weniger perfekten Autokratien, taumelnde Staaten, scheiternde Staaten und so weiter, die weder die eine noch die andere Seite klar unterstützen. Eine alte Ordnung liegt in Trümmern und eine neue ist noch nicht in Sicht. Und die historische Erfahrung lehrt, dass das immer gefährliche Zeiten sind. Vier Vorstellungen, die nach dem Ende des Kalten Kriegs unsere Hoffnung auf eine bessere Welt beflügelt hatten, erwiesen sich als Illusionen. Es ist erstens nicht so, dass der augenscheinliche Erfolg von Demokratien und Marktwirtschaft allen Staaten der Welt Anreize setzt, die Demokratie zu imitieren, ihr nachzueifern. Im Gegenteil, für Autokraten ist sie eine Bedrohung, gegen die sie alle Mittel in Bewegung setzen. Zudem ist sie ein schwieriges und verletzliches Regierungssystem, das hohe Ansprüche an Volk und Verantwortungsträger stellt. Viel höhere, als man sich das meistens vorstellt. Es ist zweitens auch nicht so, dass wirtschaftliche Macht die militärische ersetzen könnte, wie die fatalen Folgen der Übernutzung der sogenannten Friedensdividende im Westen jetzt zeigen. Und drittens ist es sinnlos, immer neue Werte und Regeln zur Schaffung von Frieden für verbindlich zu erklären, wenn keine Instanz existiert, die sie durchzusetzen vermag. Und schließlich stimmt viertens nicht, dass wirtschaftliche Verflechtung Kriege zu verhindern vermag. Und diese Erkenntnisse haben konkrete Folgen für das Leben der Demokratien in der Welt der nächsten Jahrzehnte. Ich will fünf wichtige Konsequenzen dieser Entwicklung aufzählen. Entschuldigung, wenn ich dann immer mit erstens und zweitens, aber das ist die Methode, damit selber ich ein bisschen Ordnung im Gehirn, das wird im Alter schwieriger, aufrecht erhalten kann. Dank Ernst Fehr habe ich natürlich auch sehr viel jetzt auch mit Behavioral Economics zu tun und seit ich Kahneman auf seinen Rat hin intensiv studiert hatte, glaube ich mir selber auch nicht mehr alles. Aber das nur nebenbei. Also erstens wird sich der demokratische Westen vom Ehrgeiz verabschieden müssen, seine Werte als global verbindlich durchsetzen zu wollen. Er hat dafür schlicht die Kraft nicht. Das darf aber nicht heißen, dass er diese Werte auf dem eigenen Territorium nicht hegt und pflegt. Aber schon das wird angesichts der zahlreichen Zersplitterungen und Polarisierungen im demokratischen Parteiensystem nicht ganz einfach sein. Aber nur so bleibt sein Narrativ von Freiheit, Demokratie und Wohlstand glaubwürdig und integrierend. Und nur so bleibt seine Vorbildwirkung doch für die Menschen anderer Länder auch erhalten. Nicht für die Regierungen leider, aber für die Menschen. Weil zweitens die Achse der Autokraten zusammen mit der bunten Schar der Unentschiedenen die rasch wachsende Mehrheit der Weltbevölkerung umfasst, werden langfristig Demokratien eigentlich immer kleiner. Und damit kommt die Gefahr einer langfristigen Marginalisierung des Demokratieblocks. Etwa wenn die atlantische Zusammenarbeit weiter bröckelte, sich die USA in die Isolation zurückzögen und die EU trotz wirtschaftlicher Stärke ein militärischer Zwerg bliebe. Und das zu verhindern, wird Kraft und Geld brauchen. Und ob die wohlstandsverwöhnten Bürger der westlichen Demokratien dafür die Kraft wirklich aufbrächten und sogar Wohlstandsverluste in Kauf nehmen, ist für mich offen. Es werden sich drittens drei Werteräume sozusagen ganz grob bilden, die nur mehr wenig gemeinsam haben werden. Ein freiheitlich-demokratischer Block, ein autokratisch-etatistischer und eben dieser chaotisch vielfältige mit Elementen beider Seiten und unterschiedlichen Mischungsverhältnissen. Aber die beiden Hauptblöcke werden sich trotzdem auf minimale, aber hinreichend durchsetzbare Regeln des Zusammenlebens, der Koexistenz, wenn man dieses Wort wieder brauchen will, einigen müssen. Einerseits gibt es ja Schnittmengen der Interessen in Bereichen, deren Probleme eben nur gemeinsam lösbar sind, etwa die globale Erwärmung, die Bekämpfung von Pandemien, Massenmigration und so weiter. Andererseits geht es um die Vermeidung von Konflikten mit einem Eskalationspotenzial bis zur Zerstörung des menschlichen Lebens auf dem Planeten. Und diese Regeln werden aber nicht kaum die Tiefe des heutigen Völkerrechts haben. Der Westen wird vor allem die Länder der dritten Gruppe nicht mit seinen Werten überfordern dürfen, um sie nicht ins Autokratielager abzudrängen.
Sogar eine imperfekte, aber doch einigermaßen erfolgreiche Demokratie wie Indien lehnt die extreme Aufoktroyierung westlicher Werte, etwa in Freihandelsverträgen, als Einmischung in die inneren Angelegenheiten ab. Und das alles wird für die westlichen Demokratien eine Gratwanderung in schwierigen Grauzonen sein. Und viertens wird die neue Mächtekonstellation den internationalen Handel stark beeinflussen. Spuren davon kennen wir alle, sind deutlich sichtbar. Protektionismus wieder salonfähig, Handelshemmnisse aller Art nehmen zu. Sanktionsregimes komplizieren den Handel. An die Stelle eines transparenten, einigermaßen transparenten Steuerwettbewerbs ist ein intransparenter Subventionsdschungelkrieg getreten. Und Unternehmen diversifizieren zur Reduktion einseitiger Abhängigkeiten ihrer Lieferketten unter Inkaufnahme höherer Kosten. Und alles das behindert natürlich den freien Welthandel. Umgekehrt ist allen klar, dass ein signifikanter Rückbau des globalen Handels alle ärmer macht und die Armut auf dieser Welt explosiv wieder ansteigen ließe, nachdem sie in den letzten Jahrzehnten eigentlich erstaunlich abgenommen hat. Und deshalb wird die Globalisierung, glaube ich, nicht einfach verschwinden. Ein Bestand multilateraler Handelsregeln im Rahmen der WTO dürfte erhalten bleiben und neue großräumige plurilaterale Handelsregeln dürften entstehen. Und allzu strikte moralische Vorgaben für Freihandelsabkommen oder verschärfte Haftungsregeln für Exportfirmen, wie sie etwa die Schweizer Konzernverantwortungsinitiative oder das EU-Lieferkettengesetz vorsehen, dürften vor allem den armen Ländern eher schaden und Unternehmen aus Ländern ohne jede moralische Hemmung Tür und Tor öffnen. Ich werde also hier ein paar Dinge sagen, die vielleicht nicht alle von Ihnen besonders schön finden, aber ich bin im Alter, wo ich glaube, ich mir das leisten darf. Ein fünftes ist von besonderer Bedeutung, die wachsende politische Impotenz der UNO und die vor allem im Ukraine-Krieg sichtbar gewordene Unfähigkeit der USA zusammen mit der NATO gleichzeitig mehrere Konfliktherde zu befrieden, gibt größeren und kleineren Autokraten die Gewissheit, hier und dort Konflikte auslösen zu können, ohne mit einer wirksamen Bestrafung rechnen zu müssen. Und das sehen wir zurzeit in mehreren Regionen. Sie müssen nur ein bisschen am Radio hören oder Fernsehen sehen. Bergkarabach, Sudan, Gazastreifen, Afghanistan und so weiter. Und obwohl der Ukraine-Krieg zunächst den demokratischen Westen auf eindrückliche Weise zu einen vermochte, erweitern sich zurzeit wieder die Risse innerhalb und zwischen der EU und den USA. Und das erschwert eine wirksame Antwort der westlichen Demokratien auf die Aggression von Russland und Hamas. Und es nährt auch die Zweifel, ob sie überhaupt noch die moralische Kraft haben, in der epochalen Auseinandersetzung mit den Autokraten dieser Welt trotz technologischer Überlegenheit militärisch erfolgreich zu bestehen. Waffen alleine, das weiß man genügend nicht. Es braucht den Willen, es braucht die Einstellung, um sie zu nutzen. Die Welt ist also recht unberechenbar geworden. Es soll hier nun nicht analysiert werden, wie es dazu kommen konnte, dass wir im Westen uns trotz deutlicher Zeichen an der Wand in Putin und seinem Russland derart täuschen konnten. Aber die Ereignisse seit dem Überfall, also für mich ist es nicht völlig überraschend, denn meine erste Reise als Bundesrat war die damals noch existierende Sowjetunion und die Kontakte mit den Generälen haben mich damals sehr, uns alle von der ganzen Delegation sehr ernüchtert. Und es hat sich eigentlich, wenn ich die heute russischen Generäle und ihre Interviews anschaue, eigentlich nichts geändert. Aber die Ereignisse seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine sollten auch den größten Optimisten klargemacht haben, dass der Revisionismus im nuklear hochgerüsteten Russland zur größten Herausforderung für ein friedliches und prosperierendes Europa geworden ist. Wir wissen alle, dass es Putin und seinen Schergen um zweierlei geht. Erstens um die, und das sagt er auch, erstens um die Verhinderung und Bildung lebensfähiger demokratischer Strukturen in seinem näheren Umfeld, um das Einsickern regimebedrohender Ideen ins eigene Land zu verunmöglichen. Und zweitens die Wiederherstellung eines der Sowjetunion oder dem Zahlenreich nachempfundenes Imperiums. Und wir dürfen auch die Energie nicht unterschätzen, die dieses Narrativ entwickelt, das sich nicht zuletzt aus dem Gefühl des Gedemütigtseins nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nährt. Und wir dürfen zudem die Leidensfähigkeit und Geduld des russischen Volkes nicht unterschätzen, die Russland einen langen Kampf trotz unterlegener Ressourcen ermöglichen.
Und deshalb ist ein für die Ukraine akzeptabler Frieden praktisch unmöglich, solange Putin eine auch nur minimale Erfolgschance sieht. Und im Moment sieht er sehr große Erfolgschancen. Ein Sieg Russlands aber würde mit Sicherheit Putins Hunger nach noch mehr nicht stillen, sondern beflügeln. Und angesichts der momentanen militärischen Lage und den wachsenden Ermüdungserscheinungen im Westen ist ein solcher Sieg nicht mehr auszuschließen. Darüber dürfen die schon fast rituellen Beschwörungsformeln westlicher Politiker nicht hinwegtäuschen. So Wumms und Doppelwumms und Zeitenwende und so weiter. Um nichts zu sagen. Ein Sieg Russlands über die Ukraine hätte drei verheerende Folgen. Davon bin ich überzeugt. Erstens würden die zu erwartenden russischen Massaker in der Ukraine zu einem gewaltigen Flüchtlingsstrom mit destabilisierender Wirkung in westliche Länder führen. Zweitens würde weltweit der Glaube an die Fähigkeit von EU, USA und NATO in ihrem Umfeld Konflikte zu bewältigen massiv beschädigt, was Warlords in weiteren Gebieten zur Auslösung weiterer Konflikte ermutigen würde. Und drittens kämen viele Staaten zum Schluss, und das spürt man schon in einigen Ländern, dass nur eigene Atomwaffen hinreichenden Schutz vor Aggressionen böten und Verträge und solches eben nicht, was eine eigentliche Welle der Proliferation solcher Waffen auslösen dürfte. Und der Ausgang des Ukraine-Konflikts ist deshalb für eine künftige globale Sicherheits- oder Unsicherheitsordnung von schicksalhafter Bedeutung. Niemand kann nun voraussagen, was aus den Trümmern der gegenwärtig zerfallenden Sicherheitsordnung erwachsen wird. Der Wiederaufbau einer unipolaren Ordnung können wir ausschließen, weil weder die USA noch China die Kraft und die USA auch nicht den Willen haben, eine solche Ordnung durchzusetzen. So etwas wie ein bipolarer kalter Krieg scheint sich abzuzeichnen, aber auch das kann täuschen, weil weder der Pol USA noch der Pol China wirklich die Kraft haben, die potenziell ihrem Pol zugeneigten Staaten wirklich zu disziplinieren. Und bei den USA dürfte auch der Willen dazu zunehmend fehlen. Und damit würde einer Bipolarität die Stabilität fehlen, die der Kalte Krieg irgendwie noch hatte. Zusätzlich auch deshalb, weil eben zwischen den Polen zurzeit ein eskalationsdämpfendes Regelwerk, ständige Kissinger, Verhandlungen über irgendetwas, ständige Kontakte, rote Telefone und so weiter fehlt. Man kann sich deshalb fragen, ob es in dieser verfahrenen Situation überhaupt noch eine denkbare Mächtekonstellation gäbe, die der Welt eine einigermaßen stabile Friedensordnung gewährleisten könnte. Mit Blick auf historische Beispiele recht stabiler Pentarchien, also fünf Mächte-Strukturen, könnte sich der Politologe Herfried Münkler eine Pentarchie vorstellen, die aus den flankierenden Mächten China und Russland auf der einen und Russland, USA und EU auf der anderen Seite sowie beispielsweise Indien dazwischen bestünde, wobei Indien die Rolle des stabilisierenden Züngleins an der Waage zufiele. Indien ist in den letzten 10 Jahren jährlich gegen 6% gewachsen, kann schon Ende des Jahrzehnts die drittgrößte Volkswirtschaft sein und wird in absehbarer Zeit das schrumpfende China bevölkerungsmäßig überflügeln. Es hat durchaus das Potenzial, zu einer global relevanten Macht zu werden. Münkler weist zu Recht darauf hin, dass der wirtschaftliche Riese und politische Zwerg EU sowohl seine Führungsfähigkeit als auch seine militärische Stärke markant steigern müsste, um auch in einer solchen Fünferkreis überhaupt eine maßgebliche Kraft zu sein. Und eine einigermaßen stabile Pentarchie im Sinne Münklers ist natürlich ein optimistisches Szenario, es kann auch ganz anders sein, aber so in der Tendenz. Aber leider ist auch nicht auszuschließen, vor allem wenn Russland den Ukraine-Krieg gewinne und Trump Präsident der USA würde, ein dem 30-jährigen Krieg ähnliches chaotisches Szenario, allerdings mit Atomwaffen statt Vorderladern. Und solches allerdings wäre weder der Menschheit noch dem Planeten zu wünschen. Nun, die Lage ist also derart verworren, dass man auf einen guten Ausgang der Geschichte kaum mehr zu hoffen wagt. Aber noch ist ein Sieg der Ukraine nicht ausgeschlossen, noch hält die Einheit des Westens einigermaßen, noch sind die NATO-Staaten bereit, ihre Verteidigungsbudgets zu erhöhen. Und erfahrungsgemäß sind Demokratien oft stärker und Autokratien schwächer, als sie scheinen. Auch nach einem Sieg stünde Russland auf sehr schwachen Füßen. Chinas strukturelle und demografische Probleme sind gewaltig. Und trotz aller Irritationen funktioniert sogar die Weltwirtschaft nach wie vor nicht allzu schlecht.
Und in der Geschichte gibt es zum Glück nicht nur Beispiele überraschender Wenden zum Schlechten, sondern auch zum Guten. Und ich glaube, nicht alle Politiker in verantwortungsvollen Positionen sind einfach verantwortungslose Egomanen. Die nerventötende politische Knochenarbeit in schwierigen Zeiten, das Bohren dicker Bretter, wie es Max Weber ausdrückte, muss nicht immer erfolglos sein. Nichts führt deshalb um die Pflicht herum, weiter an diesen Brettern zu bohren. Nun zur Schweiz. Das geschilderte schwierige Umfeld stellt auch unser Land vor besondere Herausforderungen. Ich glaube, wir sind uns dessen zu wenig bewusst. Und dazu kommen ernsthafte hausgemachte Probleme. Nach meinem subjektiven Gefühl stand die Schweiz in den rund 60 Jahren, in denen ich als Unternehmer, Soldat und Politiker Verantwortung trug, noch nie vor einer derartigen Flut mannigfacher Krisen, die gleichzeitig auf uns hereinbrechen. Ich habe den Eindruck, dass uns das noch zu wenig bewusst ist. Es sind drei Entwicklungen, welche die Schweiz zu einer Kurskorrektur, meine ich, zwingen, wenn sie ihren Erfolgspfad fortsetzen will. Ein Reformstau in zentralen Bereichen, die geschilderte sicherheitspolitische Ungewissheit sowie die erschwerten Bedingungen im Welthandel. Man kann die notwendigen Reformen, wenn man so will, ich vereinfache natürlich stark, ich weiß, wie komplex das alles ist, habe ja Erfahrung darin, aber man kann das grob drei Körpern zuordnen. Auflösung des Reformstaus, Wiederherstellung der Resilienz und Stärkung des Wirtschaftsstandortes. Ich beginne mit dem Reformstau. An sich ist es völlig normal, dass es in einem Land immer irgendwelche Reformbedürfnisse gibt. In der Schweiz besteht aber dieser Reformbedarf in erfolgskritischen Schlüsselbereichen. Ich will vier davon hervorheben. Langfristige Sicherung der Altersvorsorge, wo der Volksentscheid über die 13. Rente die ohnehin schon dramatische Unterfinanzierung des wohl wichtigsten Sozialwerks signifikant verschlechtert. Sicherung des Zugangs zum EU-Binnenmarkt. Damit habe ich auch schon zugegeben, wo ich hier stehe, ich entschuldige mich bei Ihnen, Frau Friedli, völlig mit Ihnen einig in Bezug auf Top-Down und Bottom-Up und so, deshalb möchte ich der EU nie beitreten, aber wir brauchen auch doch ein geregeltes Verhältnis zu ihr für unsere Nachbarschaft, aber auch für unsere Wirtschaft. Und ich hoffe, dass dieses vielversprechende Paket, das in Verhandlung ist, vielleicht noch nicht fertig, aber immerhin, dass die Wenn- und Aber-Zauderer, die wissen, dass sie müssten, aber nicht wollen oder Angst haben, sie täten, endlich den Mut finden, den Blockierern links und rechts mutig entgegenzutreten und den klaren Willen zu einem Verhandlungserfolg zu fassen und auch zu publizieren. Die Sicherung der Stromversorgung ist ein weiterer Bereich, wo gleichzeitig, gestatten Sie mir die Bemerkung als ETH-diplomierter Nuklearingenieur, dass wir gleichzeitig mit einer stürmischen Elektrifizierungswelle den Ausstieg aus dem zweitwichtigsten und erst noch CO2-neutralen Elektrizitätsproduktion der Kernkraft beschlossen haben. Irrational. Sowie dann auch die Anpassung der Neutralitätspolitik an das neue sicherheitspolitische Umfeld. Und in allen diesen Bereichen lägen machbare Lösungskonzepte vor. Dass wir in diesen zentralen Bereichen aber trotz leidenschaftlichen politischen Auseinandersetzungen, ich habe das so hier ein bisschen gespürt, bisher nicht weitergekommen sind, ist nicht so leicht. Zuletzt habe ich den Eindruck, die Folge einer schleichenden Veränderung unserer bisher so erfolgreichen politischen Kultur der Kompromissfindung. Die Polparteien haben gemerkt, dass man mit eingängigen vermeintlichen Wahrheiten, auf denen man kompromisslos beharrt und die man ständig wiederholt, Wahlen gewinnen kann. Und ich habe den Eindruck, dass deshalb ihr Interesse an Wahlerfolgen erheblich größer als an Lösungen ist. Und das beeinträchtigt die Bereitschaft, in zentralen Bereichen Kompromissen zuzustimmen. Ich habe, Frau Ständerätin, ein bisschen den Eindruck, Sie zu Recht loben Sie unsere politische Kultur, aber mit Ihrer Unbeweglichkeit Ihrer Partei in gewissen Bereichen machen Sie gerade etwas, was eben dieser Kultur nicht entspricht. Das ist mein Eindruck, zu dem ich stehe. Ich entschuldige mich dafür. Sehr vieles andere haben Sie recht. Wobei ich, wenn ich dann auf die Gewerkschaften käme, dann auch noch einiges zu sagen hätte. Der unabhängige Kleinstaat, dessen Wohlstand
auf Export beruht und der über keine Machtmittel verfügt, ist ständig äußeren Risiken ausgesetzt, deren Entstehung Charakteristik sich seinem Einfluss entziehen. Beispiele sind Flüchtlingsströme, die globale Erwärmung, der Protektionismus und so weiter und so fort. Und der Staat, der Kleinstaat, muss deshalb jene Instrumente bereitstellen, die ihm das Überleben unter Umständen ermöglichen, die er nicht beeinflussen kann. Der Modebegriff dafür, für diese Überlebensfähigkeit heißt Resilienz. Resilienz bedeutet zweierlei: einerseits Widerstand gegen auftretende Gefahren leisten zu können, Angriffe oder was immer, Pandemien, andererseits über die Mittel zu verfügen, allfällige Schäden wieder zu reparieren, also die Kombination von Widerstands- und Regenerationsfähigkeit. Und zurzeit stehen hier zwei Erfordernisse im Vordergrund, es kommt viel dazu, Landesversorgung und so weiter, aber ich will auf zwei eingehen, die im Moment aktuell sind. Die Verteidigungsfähigkeit der Armee und die Erhaltung der finanziellen Stärke der Schweiz. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Schweiz nicht mehr nur durch Attacken der sogenannten hybriden Kriegsführung betroffen sind, das ist sie übrigens jetzt schon, sondern auch durch harte physische Angriffe, etwa auf die Schweiz oder ganz Europa, auf Infrastrukturen, die für die Schweiz wichtig sind, aber auch für ganz Europa. Ich meine, wenn im Bernina-Gebiet ein Ast genügt hat auf einer Stromleitung, damit ganz Süditalien kein Licht mehr hatte, da kann man sich vorstellen, was ein feindlicher Stoßtrupp mit einem eleganten Korporal dort anrichten könnte. Oder wenn ein nicht ausgewuchtetes Rad an einem Güterwagen für Wochen den teuersten Tunnel stilllegt, nicht wahr? Alles das ist wegen der geschilderten Weltlage, solche Attacken, markant gestiegen und deshalb muss die Armee ihre lange vernachlässigte Kampfkraft wieder aufbauen. Aber der Kleinstaat ist weder wirtschaftlich noch technologisch in der Lage, sich im modernen Krieg eigenständig zu verteidigen. Das müssen wir einfach sehen. Er muss deshalb zwingend mit befreundeten Streitkräften kooperieren, was nicht nur die Interoperabilität der Systeme und der Doktrine bedarf. Und man kann das auch nicht wie vor 200 Jahren dann spontan entscheiden, wenn der Feind kommt. Das muss man vorbereiten. Das muss auch trainiert werden. Und das ist unsere geografische Lage, wo ich heute gelernt habe, dass die noch ein paar Millionen Jahre wahrscheinlich verbleiben wird. Das habe ich vorher eigentlich nicht so realisiert, gemessen an meiner Lebenserwartung. Nicht wahr? Das ist eigentlich nur mit der NATO möglich, auch von der demokratischen Gesinnung her. Und alles andere sind Illusionen. Und das bedeutet zweierlei: signifikante Erhöhung der Investitionen in die Rüstung, aber auch Anpassung der Neutralitätspolitik. Die finanzielle Stärke der Schweiz ist sozusagen ihre Allzweckwaffe der Resilienz. Sie ermöglicht nicht nur die Finanzierung aller Instrumente, die wir brauchen, sondern auch die der Widerstandskraft dienen, sondern auch die Finanzierung von Reparaturen, von allfälligen Schäden, Wiederaufbau, wenn nötig, Erdbeben oder so, oder auch ein wirtschaftliches Stimulierungsprogramm, wenn es einmal ganz schief läuft. Und das alles hat gerade in der jüngeren Vergangenheit hervorragend funktioniert. Dank der, nicht zuletzt wegen der Schuldenbremse, war die Finanzpolitik derart diszipliniert, dass die gigantischen Corona-Hilfen problemlos und ohne Gefährdung unseres Top-Ratings gestemmt werden konnten. Die finanzielle Stärke des Bundes kommt nun allerdings unter enormen Druck, wird auch noch unterschätzt. Vier Entwicklungen sind dafür von besonderer Bedeutung. Erstens nimmt die Bedeutung der sogenannten stark gebundenen Aufgaben laufend zu. Das sind Ausgaben, die in der Verfassung oder in Gesetzen festgeschrieben sind, die im Budgetprozess nicht beeinflusst werden können und deren Veränderung langwierige Verfassungsgesetzesänderungsprozesse benötigt, deren Erfolgschancen dann immer unsicher sind. Und von den zurzeit rund 80 Milliarden Bundesausgaben sind rund zwei Drittel derart gebunden. Also das arme Parlament kann im Budgetprozess nur einen Drittel davon überhaupt beeinflussen. Und da es immer der gleiche Drittel ist, trifft dann häufig die Falschen. Zweitens steigen viele dieser Ausgaben jährlich automatisch mit der Wirtschaftsleistung, aber auch wesentlich darüber, stärker. Und die Steuereinnahmen können da nicht mehr mithalten. Wenn alles das, was unlängst an Mehrausgaben schon beschlossen wurde, mit den Kosten einiger hängigen, aber durchaus populären Initiativen zusammengerechnet wird, entstehen in nur 10 Jahren jährliche Mehrkosten zwischen 20 und 25 Milliarden. Und dann ist es noch nicht fertig. Das geht die nächsten 10 Jahre, die übernächste so weiter. Und das hält die Schweiz, meine Damen und Herren, nicht lange durch. Viertens schließlich bestehen praktisch in allen anderen Bereichen Bedürfnisse nach Mehrausgaben, ohne die offenbar
Die Katastrophe droht, Landwirtschaft, Bildung. So eine kleine Andeutung von der Universität her habe ich hier schon gehört, nicht wahr? Welt geht unter, wenn die nicht genügend Mittel bekommen. Eisenbahn, Eigenmietwert, Kitas und so weiter. Und es zeigt sich immer wieder, dass eine Subvention, wird sie einmal eingeführt und sei es nur befristet, kaum mehr abgebaut werden kann, weil sich die Profiteure mit Zähnen und Klauen dagegen wehren. Und der bequeme Ausweg, Sie werden es vermuten, ist natürlich nach Wegen zu suchen, wie die lästige Schuldenbremse gelockert oder ausgetrickst werden könnte. Die Argumente sind genau die gleichen, die schon bei der Einführung der Schuldenbremse ins Feld geführt worden sind und die sich nachträglich alle als völlig unbegründet erwiesen haben. Natürlich, das weiß ich auch, ist die Verschuldung der Schweiz so günstig, dass eine maßvolle Erhöhung der Schuldenquote vertretbar wäre. Aber zwei Gründe sprechen dagegen. Erst die Schuldenbremse auszuweichen. Erstens käme aller politischen Erfahrung nach damit alles ins Rutschen, was einer der besten Trümpfe unseres Landes gefährden würde. Und zweitens ist die Wahrscheinlichkeit größer denn je, dass uns auch künftig vermehrt Krisen drohen, die legitimerweise eine Durchbrechung der Schuldenbremse durch außerordentliche Ausgaben erfordern würde. Ich erinnere dann daran, dass die erwähnten außerordentlichen Corona-Maßnahmen, die während 20 Jahren abgebauten Schulden von rund 25 Milliarden praktisch in einer Nacht wieder haben aufleben lassen. Also wir haben 20 Jahre gebraucht, um 25 Milliarden abzubauen, und Uli Maurer hat in einer Nacht wieder weggepfeffert. Er musste das tun. Ich kritisiere ihn dafür nicht, aber so ist die Lage. Bundesrat und Parlament werden also nicht umhinkommen, ihrer politischen Verantwortung nachzukommen und auch schmerzhafte Prioritäten zu setzen. Ich weiß natürlich, dass das eine Herkulesaufgabe ist. Ich habe es erlebt. Bevor 2004 die Schuldenbremse in Kraft gesetzt werden konnte, musste das strukturelle Defizit mit drei ausgabenlastigen Konsolidierungspaketen von zusammen rund 7 Milliarden ausgemetzt werden. Wir hatten Jahre mit 6 Milliarden Defizit. Und was damals möglich war, sollte ja eigentlich auch heute nicht unmöglich sein. Übrigens wissen wir heute durch die Arbeiten des Ökonomen Alberto Alesina, der leider früh verstorben ist und Mitglied unseres Advisory Boards im UBS Center war, wir wissen aus seinen Arbeiten und Kollegen, dass steuerfinanzierte Konsolidierungsprogramme die Wirtschaftsleistung weit länger und tiefgreifender beeinträchtigen können als durch Sparmaßnahmen finanzierte. Nun, die Rahmenbedingungen für unsere Wirtschaft und die verbreitete Skepsis der Wirtschaft gegenüber bereiten mir besondere Sorgen. Auf den Umstand, dass sich das internationale Umfeld für unsere lebenswichtige Exportwirtschaft massiv verschlechtert hat und dass wir das nicht beeinflussen können, habe ich schon hingewiesen. Man unterschätzt auch die langfristige Wirkung dieser Mindeststeuer, da bin ich überzeugt. Viele Firmen haben darauf geschaut, diesen Trumpf haben wir nicht mehr. Schon allein das würde es rechtfertigen, Initiativen zur Verbesserung der nationalen Rahmenbedingungen zu ergreifen und zumindest einen Teil des unbeeinflussbaren Verlustes an Konkurrenzfähigkeit zu kompensieren. Ich teile auch, das ist mir aufgefallen, was Frau Spitz-Öhner hier gesagt hat. Wir sind immer noch bei der Konkurrenzfähigkeit, hier haben wir Spitzenratings, aber das fängt je nach dem, was man anschaut, an zu bröseln ein bisschen und andere werden besser. Und diese Zangenbewegung, da muss man etwas dagegen tun, solange man das noch kann, vor allem wenn das Umfeld und auch interne Probleme die Lage eher zu verschlechtern drohen. Wir tun auf breiter Front das Gegenteil. Drei Vorlagen zur Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft sind gescheitert vor dem Volk. Wirtschaftsfeindliche Volksinitiativen haben plötzlich Chancen, vom Volk angenommen zu werden. Neue Auflagen wie aufwendige Berichtspflichten, Quotenregelungen, neue Haftungstatbestände, zeitgeistbedingte modische Vorschriften, neue Einschränkungen der so wichtigen Flexibilität der Arbeitsmärkte und so weiter sind an der Tagesordnung. Beat Kappler, ich vermute, Sie werden großenteils von, wie hast du gesagt, von der Glas Steril auch erfunden und ausgedacht. Immerhin, die tun was. Es ist, als ob Politik und Volk vergessen hätten, dass alles das zuerst erarbeitet werden muss, was der Staat nachher seinem Volk an Segnungen verteilen kann. Aber gerade die viel kritisierte Wirtschaft macht doch eigentlich einen ganz exzellenten Job im Lande, sonst ging es uns nicht so gut. Natürlich, das weiß ich, in der Wirtschaft geschieht vieles, was nicht in Ordnung ist und das die Menschen erzürnt. Nichts anderes als in anderen Bereichen auch, in denen wir fehlbaren Menschen tätig sind.
Weder die Krisen der Swissair noch der UBS noch der CS hätten je geschehen dürfen. Spitzensaläre für Versager sind ein Ärgernis. Betrüger finden sich überall, auch in der Wirtschaft. Aber all das scheinen mir keine hinreichenden Gründe für Stimmungsmache einem gut funktionierenden Wirtschaftssystem gegenüber, das uns einen Lebensstandard ermöglicht, um den uns fast alle anderen Länder beneiden. Beat Kappler hat vorhin ein paar Zahlen gesagt zum BIP im Vergleich zu anderen Ländern. Natürlich ist auch in der Schweiz nicht alles perfekt. Natürlich gibt es bei uns noch Armut, wo man vielleicht mehr tun könnte. Natürlich ist auch bei uns die Chancengleichheit nicht voll realisiert. Aber man muss den Zustand eines Landes immer im Vergleich zu dem beurteilen, was auf unserer unvollkommenen Erde überhaupt erreichbar ist. Und da steht die Schweiz beileibe in fast allen Bereichen gut da. Armut, Einkommensungleichheit, Kaufkraft, Integrationsfähigkeit, alles nicht so explosiv zugenommen, wie man uns glauben macht, sondern umgekehrt stabil. Es sind die Unternehmen, die gut bezahlte Arbeitsplätze anbieten, Steuern bezahlen, Lehrlinge ausbilden, Innovationen entwickeln, notwendige Produkte und Dienstleistungen produzieren und so weiter. Das und nur das sichert unseren Wohlstand. Unternehmerische Tätigkeit permanent zu erschweren, ist deshalb schlicht und einfach unklug. Dass aber auch die Verantwortlichen der Wirtschaft auch eine gesellschaftliche Verantwortung haben, die über die Einhaltung des gesetzlich Vorgeschriebenen hinausgeht, ist selbstverständlich. Und ich meine, das Leitbild des ehrbaren Kaufmanns sei angesichts dieses widrigen politischen Umfeldes wichtiger denn je. Die Tatsache, damit komme ich zum Schluss, dass die Schweiz zurzeit noch relativ gut dasteht, hat eigentlich zwei Aspekte. Der erste ist negativ, er verschafft uns die Illusion, das sei selbstverständlich, brauche keine Anstrengung, das laufe ja, sei Gott gegeben. Die zweite hingegen ist positiv, wir haben nach wie vor eine sehr starke Ausgangsposition zur Bewältigung auch einer anspruchsvollen Zukunft. Wenn wir alle es mit einer gewissen Opfersymmetrie fertigbringen, unsere Ansprüche zurückzuschrauben, wenn die Parteien mal für 2 Jahre die Wahlen vergessen und sich zu Lösungen zusammenraufen, dann werden wir auch diese schwierige Zeit erfolgreich bewältigen. Das Problem ist nicht, was zu tun wäre, das Problem ist, es zu tun. Dazu sollten wir uns jetzt aufraffen. Die Schweiz, um den Titel zu brauchen, steht von verschiedenen Scheidewegen, nicht nur von einem. Ich danke Ihnen. Und meine Herren. Merci. Also die Frage des gleichwertigen oder richtigwertigen Ersatzes stellt sich mit diesem Applaus schon mal nicht, würde ich sagen. Danke. Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich meine, Sie haben einen großen Bogen geschlagen. Wir stehen wirklich in dieser Umbruchzeit. Die Welt ist wirklich eine andere geworden. Ich bin sehr fest davon überzeugt, ebenso. Und ich glaube, in der Analyse, auf die brauchen wir gar nicht mehr einzugehen und die möglichen Folgen. Ich glaube, wir müssen uns wirklich auf eine Welt mit mehr Unordnung einstellen. Und auf eine Welt, sage ich, in der mittleren Frist, wo wir noch keine neue Ordnung sehen. Sie haben einiges für die Schweiz angesprochen, was ich sehr wichtig finde. Ich würde gerne da noch ein bisschen tiefer bohren. Ich meine, Sie haben gesagt, wir haben Reformstau, Sie haben die Altersvorsorge genannt, den Zugang zum EU-Binnenmarkt, über das haben wir heute gesprochen, die Stromversorgung und dann aber auch die Neutralität. Und mein Eindruck ist, und da würde ich gerne Ihre Einschätzung hören, mein Eindruck ist, neben allem, was Sie gesagt haben, und selbst wenn wir alle Ausgabenpakete und alle Kürzungspakete schnüren können, am Ende müssen wir uns doch jetzt in der Schweiz fragen, wo sehen wir uns? Wenn wir nicht mehr in einer unilateralen Pax Americana leben, sondern in einem, wie Münkler es skizziert, in einer Pentarchie, in der sich Demokraten und Autokraten gegenüberstehen, in der möglicherweise die EU, und so skizziert Münkler das ja, ein Pol darstellt, wo sehen wir uns in Zukunft und wie kommen wir dorthin? Also ich gebe gerne zu, wir alle, und ich gehöre auch dazu, sind in der Analysen der schlimmen Zustände besser als in den Lösungen. Und nur solange man aktiv politisiert, gibt man es nicht zu. Aber ich glaube, Sie haben Neutralität angesprochen. Ich weiß, dass das auch das ein Problem ist, das zu hitzigen Auseinandersetzungen führen wird. Aber gerade dieser Punkt,
ist in Bezug auf Ihre Frage, glaube ich, nicht uninteressant. Ich glaube, die Neutralität ist entstanden. Ich brauche es jetzt einfach so als Metapher ein bisschen für die Gesamtsituation. Die Neutralität hat verschiedene Gründe. Es ist nicht wahr, dass sie erst mit Mariano kam, schon die alten Eidgenossen hatten sie, haben schon eine Art Differenzielle gehabt, oder sie haben sich geholfen, wenn sie gemeinsam bedroht waren, wenn aber einer alleine ein Abenteuer gemacht hat, haben sie ihn bluten lassen und so weiter. Also es gab so eine Tradition, aber Neutralität ist eigentlich entstanden in der Zeit des Mächtegleichgewichts, als der Krieg noch ein erlaubtes Mittel der Politik war. Und ganz klar im Wiener Kongress, es ist ein Streit unter den Historikern, wurde sie uns gewährt oder haben sie wir gefordert. Ich glaube, sie wurde uns auch auferlegt, mindestens sie lag im Interesse der Mächte. Und die großen Mächte, auf der einen Seite Österreich und auf der anderen Seite die Franzosen, die hatten ein Interesse, dass der Alpenraum eigentlich neutral war und verteidigt wurde, dass nicht der andere ihn nutzen konnte. Und das ist alles völlig anders geworden. Und damals, die Neutralität war ja schon früher auch immer wieder besprochen mit dem Kellogg-Briand-Vertrag damals und auch dann mit den UO-Charta und so weiter, wurde eigentlich der Krieg verboten und nur die Verteidigung ist noch erlaubt. Und wenn Sie in einem solchen Konflikt, wie er jetzt ist, eigentlich völlig neutral sind, begünstigen Sie eigentlich den Angreifer, der Völkerrecht verletzt. Und das ist einmal der Hauptgründe. Aber ich glaube, das Ganze geht sehr viel tiefer. Übrigens stimmt es nicht, dass die Schweiz immer orthodox neutral war. Ich habe selber von einem Manager von einer Firma, die sehr bekannt ist für Bilder und Kanonen, aus der Kriegszeit von einer Studie gehört, wonach also dort ganz klar Neutralität bewusst verletzt worden ist, aber natürlich um zu überleben. Und jetzt in der Verfassung etwas zu schreiben, was uns jeden außenpolitischen Spielraum nimmt, das beschränkt unsere Freiheit, die man sonst so, wie ich heute gehört habe, eigentlich lobt. Und das sind die Und ich glaube, wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir eben, ich habe von Pentarchin und all so Zeugs gesprochen, aber eigentlich ist es eine epochale Auseinandersetzung zwischen den Autokratien und den Demokratien. Und ich glaube, in dieser Auseinandersetzung müssen wir ganz klar uns positionieren. Jetzt spricht man ja in Ländern, sie brauchen eine Vision, oder ich glaube, Helmut Schmidt hat gesagt, wer eine Vision hat, muss zum Arzt. Ich will nicht so weit gehen. Aber ich glaube, für Länder sind Narrative wichtig. Und jetzt, nachdem ich ein paar Sachen kritisiert habe, ich bin eigentlich ganz bei Ihnen. Ich glaube, unser Land hat eine Tradition und ein Narrativ, auf das wir stolz sein können. Und das hat mit Neutralität auch zu tun. Wir müssen es ja nicht aufgeben. Wir müssen nur schauen, dass die Elemente, wie es immer in der Geschichte war, flexibel gehandhabt werden können. Ich glaube, die Schweiz ist ein Land, das gezeigt hat, dass unterschiedliche Kulturen und Sprachen und Konfessionen miteinander friedlich leben können. Und das ist eigentlich das, was die Welt heute braucht. Und ich glaube, wenn wir dieses Narrativ auch für uns, das würde dann halt bedeuten, dass man vielleicht halt doch noch ein bisschen Französisch lernt als Deutsch-Schweizer und nicht nur Englisch. Weil es hat eben auch etwas damit zu tun. Mein Vater hat mich Gott sei Dank gezwungen, Italienisch zu nehmen und hat gesagt, du Kerl, wirst das mal brauchen. Und ich habe mich gewehrt, weil ich das Wörtchen lernen hasste. Aber es hat mir eine neue Welt eröffnet als Korporal mit der Hälfte Tessiner und so weiter. Eine neue Kultur. Stolz, dass wir ein Land mit verschiedenen Kulturen sind. Wir haben immer die Dreiertreffen gehabt, der Finanzminister, jetzt bin ich wieder am Dozieren, ich höre dann, der Finanzminister Österreich, Deutschland, Schweiz, und die haben immer gesagt, ihr seid ein deutschsprachiges Land. Und ich habe gesagt, nein, wir sind ein vielsprachiges Land, und habe sie dann für ein Treffen ins Tessin eingeladen. Die waren hochbegeistert und haben nicht gewusst, dass es in der Schweiz Palmen gibt. Aber das sind so. Und jetzt, wie man weiß, weil es Neophyten sind, sogar zu viele. Aber das nur nebenbei. Ich glaube, die Idee Schweiz, auf die wir so stolz sind, auch die Tradition, könnte man in adaptierter Form in dieser Welt, die genau das bräuchte, dass man zusammenleben kann, dass man zusammen Kompromisse findet. Und das ist eine sehr tragfähige Idee auch für die Zukunft, die sollten wir leben und pflegen. Aber zu der gehört, dass man auch, wenn man an Polen ist, halt miteinander lebt und nicht den Andersdenkenden als Todfeind anschaut, den man im Fernsehen diffamiert und mit Landesverrätern tituliert oder mit Klassenfeinden oder sozial vernichten, sondern dass man eben die Meinung des Andersdenkenden auch als eine vielleicht falsche, aber immerhin eines Bürgers oder einer Bürgerin anschaut, der es eben mit dem Land eigentlich auch gut meint, wie ich selber.
Damit sprechen Sie ja eigentlich, wenn ich Sie richtig verstehe, die Fähigkeit der politischen Pole und Parteien an, aber sich zusammenzuraufen, wie Sie das geschildert haben, um wirklich Lösungen zu etablieren. Aber wenn ich jetzt die Schweiz doch noch einmal in einen globalen Kontext setze und mich frage, welches Narrativ hilft uns denn, und ich glaube, wir brauchen das, welches Narrativ hilft uns denn, unseren Platz in dieser Welt zu finden? Weil ich könnte dieses Narrativ, wie Sie es erzählen, ja natürlich auch so übersetzen und sagen, wir können das, also können wir diese Vielfalt, dieses Miteinanderleben in der Vielfalt auch der Welt beibringen. Und ich sage jetzt, und damit können wir beispielsweise die UNO reformieren. Ich halte das für nicht wirklich wahrscheinlich. Deshalb frage ich mich, welches Narrativ brauchen wir, um auch zu erklären, dass wir, und Sie haben es ganz am Anfang gesagt, ich habe es mir notiert, dass wir keine Insel mehr sind. Wir sind keine Insel mehr. Ich darf zwei kleine Vorbemerkungen machen. Es gibt zum Beispiel ein Beispiel, dass sich Pole finden können, als in den 30er Jahren die Schweizer Wirtschaft an Arbeitskämpfen fast zusammengebrochen sind ein Herr Konrad Ilk und ein Herr Ernst Dübi zusammengesessen und haben in der Metall- und Uhrenarbeitsindustrie zusammen das Friedensabkommen ausgeheckt und 1937 in Kraft gesetzt. Und das ist Modell für die für uns so wichtige Arbeitspartnerschaft oder Sozialpartnerschaft wichtig. Und das Zweite ist noch etwas, was mit der Zuwanderung zu tun hat. Ich glaube, dass die Schweiz nicht nur das Integrationsproblem hat, die Leute zu integrieren, beruflich und so weiter. Das hilft auch, sie sonst zu integrieren, also das duale Bildungssystem und die Volksschule für alle. Ich wäre fürchterlich, wenn alle besseren Schweizer in Privatschulen geben, die Volksschule, alles das ist wahnsinnig wichtig. Aber man weiß ja jetzt, dass etwa 40% unserer Bevölkerung haben einen Migrationshintergrund. Und man weiß, dass kulturelle Prägungen, auch Einstellungen zur Politik über Generationen in Familien zählebig sind. Und eigentlich ist es fast ein Integrationswunder, dass wir diese politische Kultur, die ja trotz aller Differenzen noch lebt, übrigens hat man sich früher schon auf den Deckel gegeben, dass die eigentlich trotz dieser Zuwanderung eigentlich hart aufrechterhalten werden können. Und wenn ich die neuesten Geburtszahlen der Schweizer Frauen anschaue, so muss ich feststellen, um auch eine Bemerkung zur vorhergehenden Diskussion zu machen, dass wir wahrscheinlich schon ziemlich Zuwanderung brauchen, um langfristig überhaupt unseren eigenen Pegel zu halten. Aber das heißt, dass wir die Integration in unsere politische Kultur, dass wir die Instrumente dazu, dass man das alles noch wesentlich schwieriger wird, und das müssen wir alles leisten, wie wir es jetzt geleistet haben, um überhaupt diesen Kulturfundus einmal zu haben. Jetzt komme ich hier zur Frage. Ich stelle natürlich fest, dass die Welt nicht auf uns gewartet hat. Und die Frage, dass die ganze Welt, also wenn das stimmte, dass wegen der Neutralität die Schweiz der Einzige, der mit der ewig währenden verbaffenden Neutralität wirklich auf diesem Planeten noch existiert, müssen ja diejenigen, die nach Vermittlung lechzen, müssten ja Schlange stehen vor unseren Toren. Aber wir machen ja alles, um Aufträge zu finden. Und so Kerle wie Erdogan vermittelt irgendwo, und die Norweger haben es gezeigt, dass es auch mit NATO-Mitgliedschaft geht und so weiter. Also es hat niemand auf uns gewartet. Aber umgekehrt stelle ich halt doch, ich reise nicht mehr so viel wie früher, aber immerhin noch, erst so weit weg in Neuseeland, haben wir auch Kontakt, wenn Sie sich mal ans Englisch gewöhnt haben, ist es noch ganz lustig, mit denen zu reden. Ich glaube doch, dass eine stille Respekt und Bewunderung für dieses Land, das irgendwie so blüht und friedlich zusammenlegt, manchmal fast zu idealisiert, doch noch existiert. Und so gesehen glaube ich halt doch auch zum Beispiel in der UNO, weil die Schweiz ja auch in diesen Gremien seriös mitarbeitet, sogar im Sicherheitsrat können wir die Welt ja nicht verändern. Aber ich glaube, die seriöse Arbeit in den UNO-Unterorganisationen, oder? Wir haben damals die Beiträge bezahlt und gearbeitet, und die Amerikaner haben die Beiträge nicht bezahlt, und wir waren nicht Mitglied und sie waren. Also die Schweiz hat immer dort, wo etwas zu tun war, hat sie sich eigentlich mit Leuten Knochenarbeit zur Verfügung gestellt. Und natürlich teile ich die de Gaulle'sche Meinung, Länder haben Interessen und nicht Freundschaften. Das sollten wir uns vielleicht auch hin und wieder noch etwas mehr zu Herzen nehmen. Aber ich glaube doch, dass ein Element dessen, dass wir in aller Bescheidenheit aber das vorleben, was vielleicht anderswo
nötig sein könnte. Ich glaube, das ist nach wie vor keine so schlechte Idee, und dass wir das auch noch mit gewissen Mythen verbinden. Menschen brauchen Mythen, auch das Rütli. Ich musste einmal an der Winkelriedfeier in die Rede halten, im Seppacher Schlachtfeld, wurde leider abgeschafft. Und ich habe damals gesagt, den Winkelried hat es nie gegeben, aber ich lasse mir meinen Winkelried nicht nehmen. Also diese Mythen, ich glaube, die dürfen wir durchaus in moderner Form pflegen und auch weitergeben. Und die Angst vor, man könnte noch die Heimat lieben oder man könnte noch irgendwo, man muss doch kritisch sein, ist doch alles falsch. Ich glaube, da dürften wir ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und stolz auf das, was wir geleistet, also unsere Väter nicht wir geleistet haben, dürfen wir ein bisschen doch noch haben. Und die Mütter vergessen wir auch nicht ganz. Bitte? Die Mütter vergessen wir auch nicht ganz. Ja, ja. Aber das war nur eine Zwischenbemerkung. Also ich meine nicht die Mieter im Kanton. Nein, die Mütter. Ja, die Mäher. Ja. Ich stimme Ihnen völlig zu. Und in diesem Stolz und in dieser Geschichte der Schweiz, ich glaube, die ist wirklich stark und die hat wirklich ihre Eigenheit. Aber laufen wir damit nicht wiederum Gefahr zu sagen, wir müssen nur so weitermachen wie bisher und dann kommt alles gut. Wir sprechen ja heute über den Scheideweg, vor dem die Schweiz steht. Und es geht heute um die Schweiz und die EU. Wenn sie vor einem Scheideweg steht, darf sie sich einfach nur auf ihre Mythen berufen? Eben, ich glaube, es ist eben die Mischung, wissen Sie, man muss bei Reformen eine Reform zu machen ist nicht so schwer. Man muss Dinge über Bord werfen und andere muss man behalten. Aber die Kunst ist welche. Oder? Und ich glaube, ich habe unlängst wieder einmal gelesen, ich glaube, wir haben vorhin gehört, Frau Spitzöner, glaube ich, sorry, mein Gedächtnis vernahmen, ja, lässt nach, hat da von Deutschland gesagt, mal der arme Mann Europas und jetzt wieder oben und jetzt wieder unten. Damals hat ein Mann, den ich sehr bewundert habe und als Staatsgast eingeladen, als ich zum ersten Mal Bundespräsident war, als Staatsgast eingeladen in die Schweiz, war Roman Herzog. Ein blitzgescheiter, behäbiger, bayerischer, auch birtisch, fester, aber doch hochintellektueller Mensch. Und der hat eine bedeutende Rede gehalten, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Die Ruckrede. Nicht ein Wumms und kein Doppelwumms, sondern ein Ruck. Das waren doch Worte. Ja. Sorry. Und ja, ich bin ja so weit weg, dass keine diplomatischen Verwicklungen mehr darauf entstehen. Und ich glaube, wir sind an einem ähnlichen Punkt. Und ich glaube eben doch, dass es Änderungen braucht. Ich sage eben, wenn wir zum Beispiel die Neutralität versteinern, dann machen wir einen Fehler. Aber dass wir als nicht blockgebunden noch da stehen, wir müssen auch nicht der NATO beitreten, weil wir sonst in Konflikte hineinkommen würden, die nichts mit der Verteidigung von uns und unseren Nachbarn zu tun haben. Und so weiter. Ich glaube, wir brauchen auch der Schritt zur UNO. Ich habe das erste Mal noch Nein gestimmt bei der UNO, als ich noch nicht im Nationalrat war. Und habe für die UNO gekämpft, als ich Bundesrat war. Und dann gesehen, wie wichtig so etwas ist, auch wenn es dysfunktional ist und nicht funktioniert. Es wird immerhin noch gesprochen, es werden immerhin noch Dienstleistungen gemacht und so weiter. Ich glaube, diese Dinge müssen wir schon beibehalten, aber in anderen müssen wir ganz klar nüchtern analysieren, wie steht unsere Wirtschaft, wie können wir unseren Wohlstand bewahren, wie sind die Handelspolitik, wie stehen das. Ich bin auch voll der Meinung, wenn ich sehr für die europäische, nicht wahr, der Zugang zum Binnenmarkt, das kann nicht Augenhöhe sein, weil wir wollen an etwas teilnehmen, das uns nicht gehört, aber weil es in unserem Interesse liegt. Und wenn uns dann nicht mehr gefällt, können wir wieder kündigen. Und das ist auch Souveränität. Souveränität heißt auch, Verträge einzugehen, die mir nützen und damit Freiheit aufzugeben. Wir machen auch WTO und müssen WTO-Regeln einhalten und können vor Gericht verklagt werden. Aber die WTO ist wieder die einzige Instanz, die auch die Amerikaner verklagt und nicht nur die Kleinen und so weiter. Das sind, ich glaube, in dieser Hinsicht brauchen wir Öffnungen, müssen wir unsere Interessen vertreten. Aber ich glaube nicht, dass es irgendein mythisches, neues Narrativ geben wird, an das wir alle glauben, wie wir seinerzeit glauben, dass man an Tell geglaubt hätte. Man hat es auch nicht, aber... Dann stelle ich Ihnen eine letzte Frage, weil die Zeit ist nämlich schon fast um. Keine mythische Frage, sondern eine sehr praktische. Sie haben es selbst angesprochen. Wir müssen Prioritäten setzen. Und ich frage Sie nicht, wo sind die Prioritäten, sondern
Was wären die Posterioritäten? Das ist, hat Herr Uli Brehm schon immer gesagt, das Problem sind nicht die Prioritäten, sondern die Posterioritäten. Ich glaube, dass es zum Beispiel, es ist ja nicht so, dass wir in einer Notlage wären. Ich glaube, dass es zum Beispiel im Sozialstaat ganz klar jetzt zwingend ist, das langfristig abzusichern und nicht auszubauen. Das betrifft verschiedene Bereiche. Ich bin auch sicher, dass es ohne, dass es kostenmäßig nicht zu bewältigen ist, wenn wir nicht das Alter erhöhen. Wir werden uns aber auch überlegen müssen, dass nicht dann, je besser es vielen Leuten geht, desto weniger arbeiten sie, oder? Das ist auch, also der Wohlstand kann auch, also das sind die berühmten 60%, die sie nicht heiraten wegen der Steuern und sich die wunderbaren Ferien auf den Malediven leisten und später haben sie nichts in der Pension, da bekommen sie die Ergänzungsleistung. Ich glaube, das sind alles schwierige Probleme, die irgendwie die Leistungsgesellschaft liegt quer in dem, was wir leben. Aber ich glaube, wir müssen zurück zur Leistungsfähigkeit, das ist eine Priorität. Und wir müssen alles andere, ich sage jetzt ein paar Dinge, für die man mich erschießen würde, wenn ich noch aktiv werde. Aber brauchen wir ausgerechnet die Abschaffung des Eigenmietwertes, nachdem es ein System ist, das korrekt ist ökonomisch und richtig ist und eingespielt ist und auch ein paar zig Millionen wieder kostet, ausgerechnet jetzt, wo alles andere teurer wird. Brauchen wir ausgerechnet jetzt, man weiß bei der Ehepaarrente, man weiß natürlich, da sind die Ehepaare sind benachteiligt. Wenn sie aber alles mit den Witwenrenten alles zusammennehmen, dann ist die Summe, die für die Ehepaare ausgegeben wird, ist kleiner als die Summe, die sie benachteiligt ist. Also letztlich, ist das jetzt zwingend? Ist es zwingend im Moment zum Beispiel auch die andere Geschichte, das ist ganz klar, die sogenannte Heiratsstrafe. Wir wissen aber, dass mehr Ehepaare eigentlich besser fahren mit den Steuern und weniger. Es ist eine kleine Differenz, 380.000 oder 320.000. Das kann man machen, aber dann soll man auch die Privilegien von denen, die besser sind, aber da hat dann keiner den Mut. Muss man alles das gleichzeitig machen in einer Zeit, wo wir den Gesamthaushalt sichern müssen, wo man die Armee aufbauen müssen, wo man den Sozialstaat, das wird auch nicht gratis gehen, da braucht man natürlich auch Geld, da muss man sich zusammenraufen, wo man das einmal stabilisieren muss, das alles, muss man dann auch alle Kitas gleichzeitig und dann muss ich sagen, wenn ich alles, darf man dann den Bauern nicht ein paar Rappen wegnehmen, darf man da nicht und jetzt muss ich, darf das nicht sagen, wenn Michael Hengartner hier ist und so weiter, aber nachdem die Rektoren gesagt haben, dass wenn man hier nicht mehr gibt und auch 100 Millionen oder sowas spart, dann geht auch die Wissenschaftswelt unter, das hat man schon gesagt, als ich die Schuldenbremse einführte, das ist auch nicht geschehen. Also ich glaube, alle diese Bereiche, die nicht im Vordergrund wirklich zwingend sind, die muss man halt ein bisschen länger warten lassen, bis man sie ausbaut. Und dann wird man die Mittel haben, und solid, wie wir es gesagt haben. Aber das braucht halt auch ein bisschen Zivilcourage. Ich kann mir das jetzt leisten, alles offen zu sagen, weil ich sehe auch Shitstorms nicht, weil ich das Zeug nicht verstehe. Und ich darf nicht sagen. Das ist wahrscheinlich die weiseste Haltung. Ja, vielen Dank. Eine letzte Frage, nur mit Ja oder Nein, weil wir sind wirklich in der Zeit jetzt. Sind Sie zuversichtlich für die Schweiz? Jetzt hätte ich fast die einen gesagt. Nein, ja, also eigentlich bin ich zuversichtlich. Weil, ja, ich habe ja nur Ja oder Nein. Ja, ich bin eigentlich zuversichtlich, weil die Schweiz immer wieder, wenn es dann hart auf hart ging, irgendwie doch wieder Reserven entwickelt hat. Also wenn ich zurückdenke an die Schuldenbremsenzeit, meine Nachfolger haben alle, das, ich hätte fast gesagt, das Schwein gehabt, das Glück gehabt, dass die Steuern immer kamen, mehr Steuern als sie erwartet haben. Damals kamen immer weniger, als man budgetiert hatte. Und wir waren bei 6 und 7 Milliarden Defizit. Und da haben wir auch einen Moment gedacht, das ist nicht zu lösen. Wie machen wir das? Wie geht das? Und es ist irgendwie gegangen. Man muss wollen. Und ich glaube, was jetzt vielleicht etwas fehlt, in allen diesen, eigentlich müsste man eine Art nationalen Rundentisch machen. Und sagen, jede Partei und alle kommen, Leute, die das wollen, sollen mal zusammensitzen und mal schauen, jetzt hört mal 2 Jahre, machen wir das. Ich glaube, zu solchen Übungen ist man vielleicht dann nicht für das Ganze, aber im Sozialbereich und so, ist man dann vielleicht doch einmal in der Lage, dass ein paar sagen, also so können wir nicht ewig weiter streiten. Diese Zuversicht will ich eigentlich nicht aufgeben. Meine Lebenserwartung ist ja nicht so, dass ich das alles noch selber sehen würde, aber
Wenn ich dann wieder mit jungen Leuten spreche und so im Zug mal jemanden treffe, oder man kennt es, es gibt ja immer noch, kennen mich nicht mehr alle, aber sie schauen meinem Hand, sie kennen mich doch, sind Sie der Aplanalp? Nein. Aber ich kenne sie doch von irgendwo. Wenn man ins Gespräch kommt, es gibt die Soliden noch, es gibt das in der Schweiz noch, es gibt noch Junge, die krampfen und arbeiten, es gibt noch Soldaten, die, wenn ich sie treffe, einen guten Eindruck machen, haben die Mütze vielleicht nicht mehr und die Krawatte, aber sonst. Ich glaube, es gibt diese Reserven schon noch. Aber wir bräuchten vielleicht mehr Leute, die hinstehen und das auch fordern. Vielen Dank. Vielen Dank.